Hallo ihr Lieben, ihr kennt sie alle, die Chicken Wraps von McDonald's. Ich versuche ja immer so die Rezepte der Großen in meinem kleinen Rahmen nachzumachen und habe es diesmal geschafft. Und zwar so, dass es uns auch wirklich schmeckt. Ihr braucht auch gar nicht viele Zutaten und es ist ein ideales Rezept, wenn ihr gestresst seid, Kinder habt, Haushalt, eine Arbeit, ja, also so für den Alltag. Probiert es einfach aus, es würde mich freuen. Ja, viel Spaß! Wir starten mit dem Fleisch. Zunächst erwärmt ihr etwas Butter oder Öl in einer Pfanne und wenn die Pfanne heiß ist, dann gebt ihr diese Stückchen Fleisch hinein und bratet sie an, bis sie braun sind. Sie sollten aber nicht zu trocken sein. Bei Hühnerfleisch ist das immer etwas gefährlich, also passt etwas auf. Für die Soße mixt ihr Joghurt, Senf, Honig und Sauerrahm in einer kleinen Schüssel zusammen. Ich verwende hier cremigen Joghurt. Ihr solltet darauf achten, dass er nicht zu flüssig ist, weil dann auch eure Soße am Ende einen ganz flüssigen Touch bekommt. Sobald ihr mit der Soße fertig seid, kommt das Gemüse dran. Ihr wascht einfach das Gemüse, das ihr verwenden möchtet und schneidet es in kleine Stückchen und dann fehlt eigentlich nur noch das Fleisch. So, das Fleisch ist jetzt auch fertig und dann geht es an das Einrollen bzw. Füllen. Wie ihr seht, ich nehme große Salatblätter, den Salat habe ich nicht klein geschnitten, nehme etwas Tomaten und verschiedene Gemüsesorten, die ich eben gerade zu Hause hatte. Und das Fleisch, was aber wichtig ist, bevor ihr die Tortillas füllt und rollt, gebt die Fladen kurz in die Mikrowelle für 10-15 Sekunden, dann sind sie etwas weicher und lassen sich viel schöner einrollen. Obendrauf kommt dann eben noch das Dressing und ja, dann kommt meine Einrollmethode. Ich weiß, es gibt da einige, aber die ist eigentlich ganz gut. Und ja, dann war es das eigentlich schon. Ja, so schnell kann es gehen. Eure Wraps sind nun gefüllt und fertig. Diese Soße gibt ihnen einen ganz tollen Geschmack. Es würde mich freuen, wenn ihr die Wraps nachmacht. Liebe Grüße, eure Hanuma.